Was auch, Leute, hier ist wieder Drag Linus mit Let's Play Bloodborne. Eine Weiterführung oder sagen wir eher Abrundung dieses Projektes. Wir haben dieses Spiel durchgespielt, wir haben das Hauptspiel durchgespielt, aber jetzt kam am 22.11., wir haben jetzt schon ein paar Tage später, ein DLC zu diesem Spiel raus. Ich konnte erst ein paar Tage später aufnehmen, hier sind wir jetzt, alles aber immer noch blind. Ich habe einen Charakter hergerichtet, weil ich hatte ja mit meinen anderen offensichtlich schon das Spiel, weitergespielt und dementsprechend Jugend Plus erreicht und wollte das DLC ohne Jugend Plus anpacken. Und deswegen habe ich einfach mal so vor 2 Tagen einen Charakter erstellt und Fotokada hier, ja, ist in 11 Stunden irgendwie ein bisschen overboard gegangen, hat auch alle Bosse getötet, außer Mergos Amme und German und die Mondpräsenz logischerweise. Also außer die letzten 3 Bosse sind alle Bosse tot. Ich habe sogar Patches gefunden und getötet, was ich auch nie im wahren Spiel gemacht habe, also steigen wir einfach ein und laden. The Old Hunters heißt es hier, die alten Jäger, das DLC. Das Item ist höchstwahrscheinlich damit in Verbindung zu bringen, ich habe es nicht geguckt. Ich meine, ich hätte aus Versehen schon mal eins mitgenommen, nämlich eine alte Jägerglocke war das, die einige Koop-Möglichkeiten bei Bossen eröffnet hat, die es vorher nicht gab. Könnte auch unter Schlüssel-Items gewesen sein. Ich weiß es nicht. Verbrauchte auch Einsicht, um mit Jägern zu dingsen, damit man sich halt Koop-Geister rausholen kann. Chorglocke. Auf jeden Fall eine Herbeirufungsglocke. Irgendwie habe ich die hier nirgendwo im Inventar, aber sie ist eigentlich in meinem Inventar. Es sollte noch ein kleines Update geben. Bevor wir jetzt richtig loslegen. Metal Gear Solid 5 wird erstmal ein klein wenig pausiert. Ich habe German auch hier gelassen. Als kleinen Running Gag. Ne? Deswegen habe ich Mergos Amme nicht bekämpft, weil sonst hätte jetzt alles hier gebrannt und er wäre nicht mehr da gewesen, sondern im Blumengarten. Und zwar, ja, ab dem 22. gab es bei mir keine Videos mehr, was Metal Gear Solid 5 angeht und so weiter. Ich hatte einen Internetausfall an diesem Tag und habe dann auch erstmal meine Zeit ein bisschen hier genutzt, weil ich werde hier bald umziehen, ein paar Sachen hier aufzuräumen und so weiter. Und deswegen denke ich mir, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt mache ich aber erstmal Bloodborne, weil das gerade aktuell ist. Und Metal Gear Solid 5 geht dann nachher weiter. Und dann dementsprechend auch Metroid Other M, was fertig aufgenommen ist. Metal Gear Solid 5 nähert sich auch dem Ende der Aufnahmen. Auf jeden Fall das dazu. Ich will meinen Umzug erstmal überwunden haben und dann können wir uns der Sache widmen, ist das kleine Update dazu. Jetzt kommen wir zu diesem Update. Die Old Hunters. Das Auge des bluttrunkenen Jägers ruft Jäger zum Albtraum des Jägers. Jäger, Jäger, Jäger. Eine missgestaltete Kreatur wird dich außerhalb der Oedon-Kapelle schnell verschwinden lassen. Auge des bluttrunkenen Jägers. Also genauso wie der Mandelstein bei der Amygdala in Ort, wo man aufwacht, nachdem man Rom besiegt hat, ne? Ich habe keinen wirklichen Namen. Auf jeden Fall nahe der großen Kathedrale. Wahrscheinlich ein Schlüssel-Item. Funkenjägerabzeichen? Nein. Doch, da. Auge des bluttrunkenen Jägers. Auge des bluttrunkenen Jägers mit kaputter Pupille. Oh Gott, wie ist denn das passiert? Bluttrunken, hm? Auge des bluttrunkenen Jägers. Seine Pupille ist eingefallen und matschig, was die Plage der Bestien ankündigt. Ein Jäger, der sich am Blut ergötzt, soll vom Albtraum befallen sein und in alle Ewigkeit auf endloser Jagd umherwandern. Kein Jäger kann diesem Schicksal entkommen. Nebenbei, ich experimentiere immer noch mit meinem Mikrofon als Setup und hoffe lediglich, dass es gut klingt. Als weitere Sache, ich kann ja gerade mal was geben, wie im Let's Play eigentlich auch, habe ich die Musik höher gestellt als alles andere, um die Musik zu würdigen. Mehr geht's nicht. Ansonsten, Fotokada ist, ich weiß nicht, ob man es vielleicht ein bisschen erkennt, ist mehr oder weniger im Abbild der Puppe gestaltet worden. Ich weiß nicht, das Gesicht, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Aber egal. Ich würde sagen, starten wir jetzt endlich Kathedralbezirk, da müssen wir hin, also ohne weitere Umschweife. Ansonsten, was soll man noch sagen, bei diesem Playthrough habe ich ein bisschen experimentiert, ich habe ihn hier getötet, formloser Oedon, ich weiß nicht, ob ich das im Hauptspiel gemacht habe,
Ariana ist tot, die Nabelschnur habe ich. Das Öhmchen habe ich nie wiedergefunden, wie es eigentlich auch sonst war. Holt Beruhigungsmittel. Was mit ihr eigentlich ist, habe ich nie geguckt. Habe ich überhaupt im Let's Play gefunden? In Yahagul habe ich sie mitgenommen. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt einfach mal experimentieren und dieses Experiment dann auch aufzeichnen. Was kriegen wir von ihr? Was? Öden Winden? Also auch eine Ruhe. Rune. Irgendwie habe ich Sprechprobleme heute. Liegt vielleicht daran, dass ich die Nacht aufgeblieben bin, um meine Aufnahmesession nicht zu verschlafen. Eingeweihte Angriffe erneuern Quecksilberkugeln plus 1. Da kann man wahrscheinlich noch mehr in den Chalice Dungeons finden. Eine Karrierrune, die unmenschliche Laute umschreibt. Winden sieht etwas Schleimiges sich in der Wärme des Blutes und betrachtet Eingeweideangriffe als eine der dunkleren Jagdtechniken. Eingeweideangriffe erneuern Quecksilberkugeln. Menschlich oder nicht. Das fließende Blut ist ein unglaubliches Medium in der Essenz des formlosen, großartigen Oedons oder Ödens. Odeon? Und seine ungewollten Anhänger suchen heimlich das kostbare Blut. Aha. Also jemand, der nach Öden sucht, nennt sich Odeon. Na, Yu-Gi-Oh! Lässt grüßen im ersten Sinne, im anderen, das ist Lazy, der Name. Auch anzumerken ist, sie, die stocken gerade, das ist mein Controller. Der hakt ein bisschen. Ich habe den guten Controller leider gerade bei einem Kumpel verlegt, deswegen muss ich auf den hier greifen. Immer noch besser als der sich nicht aufladen lässt. So, dann denke ich mal, ist das jetzt das Betreten. Wahnsinn, versteht sich. Ach ja, ich bin auf Level 100. Das ist ein bisschen extrem vielleicht. Verflucht die Monster. Verflucht ihre Kinder und ihre Kindeskinder. Auf. Klang ein bisschen abgehackt, oder nicht? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall dieses Flüstern ein bisschen tryhard. Ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Wir sind wieder in der Kapelle, sehe ich gerade. Ich bin nur gerade auf meinem anderen Aufnahmebildschirm, weil in letzter Zeit hatte der Grabber am Ende von Other M komische Spacken und ich bin nicht sicher, ob ich das behoben habe und habe leider keine zwei Monitore zur Verfügung im Moment. Aber ich habe meine Safe Data kopiert, also im Notfall kann ich alles neu aufnehmen. Ja, Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Ich bin es ja gewohnt mittlerweile. Eine Leiche fehlt? Das ist schon mal ein Unterschied. Der Geheimgang nicht da. Verfluchte Jäger. Auch ihre Kinder und Kindeskinder auf ewig. Die Tür wurde rausoperiert, wo ich gerade eben raus bin. Und zur alten Werkstatt scheint es noch zu gehen. Die alten Jäger, vielleicht eine Art Vergangenheitsszenario. Natürlich, wir sehen hier wieder dieses Albtraumgestein. Ha, da oben sehe ich zwei Gestalten, die ich schon aus Altjarnam kenne. Die Gebäude sind aber ein bisschen schief hier teilweise. Und der Platz, wo wir eben gewesen sind, ist nicht sonderlich vorhanden. Nebenbei, kleinen Moment. Ich musste nur gerade mal den Controller so ein bisschen punchen, weil der seine Haken hat. Irgendwie, ich weiß nicht, als ich den Charakter normalerweise gespielt habe, hat er diese Haken nicht annähernd so gehabt. Kann ich dir helfen? Nein? Was hast du in deiner Hand? Das Kerzen? Könnten auch versteinerte Gurken oder Bananenstücke sein. Ich weiß es. Hey, nicht genau. Du bist nicht zufällig ein alter Jäger? Du hast eine Reichweite. Schon die erste Bewährungsprobe hier. Was ich noch anmerken wollte, ich bin auf Level 100 und könnte ein bisschen zu stark für die ganzen Sachen hier sein. Nebenbei, so ein kleiner Jägergriff wirkt ganz gut, diese Attacke gegen eigentlich alles. Ich habe die meisten Bosse gefirst-tried. Ebritas, Logarius, Amygdala hatten alle nichts an dieser Attacke. Könnte man bestenfalls als Cheesen bezeichnen. Alte Jägermütze. Na, dann gucken wir doch gleich mal.
Ich hoffe, dass mich nichts angreift. Alte Jägermütze mit einer breiten Krempe, die den scharfen Blick verhüllt. Hm, verstehe. Der scharfe Blick. Früher einmal, als es Jäger noch wie Sand am Meer gab, war dieser Teil ihrer Standardtracht. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde. Aber es gab keinen besseren Moment für mich, aufzunehmen. Du kannst das hier mal angucken. Na, wisst ihr was? Wir behalten die einfach mal. Wir werden neue Kleidungsstücke einfach mal ausprobieren und so nach und nach so ein bisschen tragen, weil dieses DLC, ich weiß nicht, wie lang es ist, aber ich denke mal, wir sollten ein bisschen was davon mitnehmen und dann gehören da nicht nur Itembeschreibungen dazu, sondern auch, dass ich auch mal die Sachen anziehe, was ich im Let's Play nicht unbedingt bei allem gemacht habe. Deswegen lass mich gerade mal andere Sachen anziehen. Was hatten wir denn nie an? Hatten wir die Kanehurst-Rüstung an? Ich kann es euch nicht sagen. Das ist die Kanehurst-Rüstung. Obgleich es eine Rüstung ist, hat es irgendwie reichlich mickrige Werte. Wir können ja mal gerade auf den Kanehurst-Helm gehen, der war nämlich auch noch interessant. Hier, es ist nämlich tatsächlich ein Helm, ähnlich der Ekelblutkönigin Annalise, die ich nebenbei auch wieder getötet und wiederbelebt habe. Da oben will ich hin. Items, aber auch Gegner, wir werden sehen. Was hatten wir noch? Das Goldardio von dem Henker Alfred, auch wenn ich nicht weiß, dass... Wieso kann er damit irgendwas töten? Er kann nichts sehen. Bestenfalls eine Glocke, da haut ihm jemand an den Schädel und der Typ kann 30 Jahre nichts mehr hören. Gehen wir zurück auf alte Jägermütze und rocken dieses Set dann erstmal. Ja. Ist da eigentlich noch... Es gab ja da diesen Fahrstuhl-Eingang, wo... Was hatte ich da gefunden? Die Kommunionsbrune. Dieser Ausgang, wo man beim Fahrstuhl mittendrin rausrennen konnte bei dem Turm. Nein. Hier ist der Ausgang. Doch, das da müsste es doch sein mit dem Geländer hier. Auch wenn ich meinte, dass es nicht beim Geländer war. Aber es war auch nicht ganz so hoch. Ich denke mal, das ist es. Also ansonsten fast 1:1 die originale Kapelle. Was jetzt der eine oder andere vielleicht als faul bezeichnen mag. Und vielleicht hat er da auch recht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Nice. Item. Was? Ich konnte nicht ganz verstehen. Das geht mir ein bisschen zu weit. Hab nebenbei noch... Okay. Aileens Rune auf. Seine Augen leuchten. Die dafür sorgt, dass sich meine Ausdauer ein klein wenig schneller regeneriert. Da Momentum zu finden ist reichlich interessant. Nein, 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 nein. Jetzt wollte ich nicht schlagen. Okay, mit der Attacke kann ich nicht gehen. Ich habe ein kleines Mittel gegen dich. Ich habe nämlich gemerkt, dass... Ich habe den Auge hier, ne? Ich bin nämlich teilweise auch auf Arkan. Ich kann euch gleich meine Werte zeigen. Das habe ich absichtlich gemacht. Wir werden gleich sehen, was ich meine. Nebenbei, es gibt auch neue Waffen in diesem DLC und er schwingt eine davon. Ich gab ja den gewundenen Stock und er hat eine stärkere Version davon. Ich kann mir gar nichts zum sagen, weil ich andauernd mich selbst unterbreche. So, Blue und danke, immerhin ein bisschen was zurück. Der Auge von Epritas wollte ich sagen, genau, ich habe einen Arkan-Charakter. Auge von Epritas wurde verstärkt in diesem DLC, habe ich gemerkt. Besitzt die Fähigkeiten einer Waffe, so heißen... Greift der Gegner an und ich unterbreche ihn mit dem Auge, dann kann ich ihm mit einem Eingeweideangriff entgegenkommen bzw. nachsetzen. Wie soll ich? Und dann noch zwei. Wahrscheinlich zwei Blutfiolen, aber ich werde ihm nicht abgeneigt. Ich habe gerade eben eine Menge verschwendet, wenn man so will. Wie gesagt, meine Statuswerte zeige ich gleich. Das ist aus einem bestimmten Grund geschehen, was auch Teilgrund ist, warum ich Level 100 bin. Alter, hier Handschuhe und markanter Blutdunst-Edelstein. Die Handschuhe, gerne. Alter, hier Stulpen aus Messing, die die waffentragenden Hände schützen sollten. Ja, selbstredend. Zu dieser Zeit glaubten manche Jäger, dass bestimmte Metalle Bestienblut abwehren würden. In einer Nacht der Jagd ist es kein Wunder, dass manch einer Aberglauben verfällt. Ich denke, dass sie uns anziehen. Nach und nach ersetzen mit dem neuen Set. Müssen wir uns alles zusammenklauben, ähnlich wie im DLC von Dark Souls 1 im Garten da,
Da war ja da diese Steinrüstung und die musste ich mir auch überall zusammensuchen damals. Auf jeden Fall meine Statuswerte. Wir gucken. Level 100, wie gesagt, Einsicht 10, Softcap ist hier 15, ab da, wo das Spiel schwieriger wird. Ich werde es möglichst darunter halten. Wir werden sehen, wie es läuft. Blutfärbung bin ich nicht drauf gegangen. Ich weiß nicht, ob es Waffen gibt, die Blutfärbung erfordern. Wenn ja, dann würde ich da gerne hinleveln. Ansonsten, Arcane und Stärke, das sind die zwei Stärken dieses Charakters. Darauf habe ich gelevelt, damit ich da einen möglichst hohen Wert habe. Arcanes, damit ich zum Beispiel auch den Auge von Ibritas benutzen kann. Hier jetzt gerade brauchte ich 25. Ein Ruf aus dem Jenseits habe ich, kann ich aber nicht benutzen, weil dafür brauche ich 40. Soweit wollte ich dann nicht gehen, habe mein Level in anderes investiert. Aus einem Grund, die neuen Waffen, wenn sie nicht gerade Blutfärbung erfordern, werde ich alle sofort ausrüsten und zeigen können. Und das ist nämlich die eine Sache. Das ist die eine Sache, auf die ich hinaus wollte. Also was immer wir finden, wir werden es testen können. Nicht nur Anziehsachen, sondern auch Waffen. Wie gesagt, solange die Blutfärbung keine zu große Rolle spielt, aber das können wir im Laufe des DLCs korrigieren, wenn dem so ist. Denn Blutechos kann ich im Notfall auch fahren. Ich habe so eine Methode, da kann ich 90.000 in 5 Minuten sammeln. Und ein Level-Up bei mir kostet jetzt, glaube ich, 50.000 noch was. Also es sind schon fast zwei. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was habe ich da gerade aufgesammelt. Gott! Nochmal die Jäger-Sachen? Versenktes Jäger, 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 Jäger. Hose. Schwarze, versenkte Hose, Janam-Hose. Habe ich irgendeine Waffe aufgesammelt? Ich meine, jetzt wäre gerade was, was ich... Nein, ich habe keine Waffen. Nebenbei, ich habe nicht zu viel Waffen eingesammelt und nicht gekauft. Ludwig, meine zweite Hauptwaffe. Ludwig habe ich, glaube ich, nie gezeigt. Ich nenne es auch gerne Bloodwig. Also so ein kleines Wortspiel auf Bloodborne. Ansonsten meine Jägeraxt, seht ihr ja hier. Bloodwig, keine Ahnung, habe ich es jemals gezeigt? Normales Schwert. Mit Stich und zurückschreiten, vorn ran slashen, zurückschreiten. Dann hat er auch noch einen starken Schlag. Und ansonsten kann man hier das Schwert noch so vergrößern. Oder man kann jetzt auch, sagen wir mal, Kombo-Schläge machen, die dann eigentlich recht cool aussehen. Ich weiß nicht, ob ich es jemals gezeigt habe. Da das zweihändig führt, haben wir hier ins normalen Stich. Hier haben wir sowas. Hier haben wir eine Sprungattacke. Zurück dashen und voran preschen, also rollen und den Seitwärtsschritt zurück hier. Resultieren nur in die anderen Attacken, aber ansonsten, weil die zweihändig ist, haben wir noch eine L2-Attacke in Folge, die dann so aussieht. Eigentlich auch recht interessant. Haben wir dann zum Beispiel auch mit der Jägeraxt, wie gesagt, das hier ist meine aufgeladene R2, nein, nicht ganz. Das hier ist die aufgeladene R2, diese Wirbelattacke, und ansonsten hätte ich da auch noch diese Attacken, die damit gehen können, als L2-Move. Ich brabbel mich hier um Kopf und Kragen. Kopf vor allen Dingen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen stark. Das ist hauptsächlich ein Stärkebild. Das Arcane ist nur, weil ich es gerne nutze für den Augur. Scherben. Da ist noch ein Item. Ich denke mal, ich will das Item vielleicht. Ich weiß es nicht. Ah, das ist... Okay, jetzt hat mir das Spiel das abgenommen. Mich hier eigentlich nur umgucken. Scherben. Ich glaube, das war's, was ich eben eingesammelt habe. Ihr habt doch Angst vom Tageslicht. Was macht ihr hier eigentlich? Okay, ihr habt vielleicht manchmal Angst vor dem Tageslicht. Seht ihr, wie mein Controller nicht will, dass ich da hinkomme? Hi du. Töte ihn mal bitte. Danke. Ich wusste ja, dass der andere Kollege das eben gemacht hat. Jetzt alle in die Waffe, was? Kann da vielleicht Dodo deine Geschwindigkeit powern? Auch nicht sonderlich erfolgreich, aber... nee, ich habe nicht gewonnen. Gab keine Blut. Was? Ich habe gerade den Schalter gesehen, auf den ich getreten bin. Ha! Interessant. FromSoft! Nicht mit mir. Naja, eigentlich doch mit mir. Immerhin habe ich sie ausgelöst. Aber nicht nochmal. Sagen wir es so. Jedenfalls nicht diese. Ich weiß nicht, was... Holy, ich habe nicht... Ist das jetzt ein Mond oder eine Sonne? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte vielleicht sogar die normale Sonne sein. Wir waren ja nie am Tag unterwegs. Wir hatten immer nur die Nacht und Sonnenuntergang und so. Also, hatten wir die Sonne denn wirklich gesehen? Vielleicht am Anfang des Spiels, bevor man Gascoigne tötet. Das ist das erste Gebietsende. Aber ehrlich gesagt, habe ich da nicht mehr bei diesem Playthrough drauf geachtet. Ich habe das gerade hinter mir gesehen. Es hat plötzlich geleuchtet. Mich trotzdem erwischt? Der hat eine andere Waffe.
Lass mir ihn das erstmal machen. Das ist ein bisschen wie meine Farming-Taktik. Da lassen sich auch Gegner gegeneinander kämpfen. Hauptsächlich. Hi, du. Kommst du öfter her? Ja! Ich nehme das einfach mal als Unschießewicht so ein bisschen. Da muss ich gegenpowern. By the way, du bist tot. By the way, mach ihm nach. Okay. Hier würden wir... Ist das? Ja, wir würden zum verbotenen Wald gehen, aber dieses Tor nie zu. Also, okay, hier ändert sich das also auch zu dem normalen Kathedralenplatz. Hier ist der runde Platz, wo die ganze Weisheit war. Also, Wissen eines Verrückten und diese zwei Riesen, die hier mal schliefen und mal patrouillierten, je nachdem, was für ein Tagesstatus man hier hatte. Und der Platz bleibt sich treu, Wissen eines Verrückten. Dieser Platz sollte auch sein, dieses Item da hinten, ne? Das ist, glaube ich, das, was ich von unten gesehen habe. Wir werden es gleich sehen. Hier kämen wir ja darunter, wo wir dieses eine Abzeichen brauchen, um das Tor zu öffnen. Habe ich das im Let's Play gemacht? Ich weiß, dass man es kann. Ich weiß, dass man es nicht muss. Aber wenn man es nicht macht, dann muss man nämlich die blutungrige Bestie besiegen, was ich in diesem Playthrough gemacht habe. Ich habe dieses Ding nicht gekauft. Aber jetzt unterscheidet sich das schon. Denn guck mal, da sind keine Gebäude hinten. Außerdem kann man da generell nicht hin. Und Lufion? Ja, das ist eindeutig der Eingang der Kathedrale. Jetzt können wir es nur nochmal sehen. Der Fahrstuhl, ja, das ist der Ausgang. Ja doch, bei dem Dach, das passt mit dem Geländer. Das Geländer habe ich nie wahrgenommen. Nebenbei, Entschuldigung, wenn ich hier gerade ein bisschen viel rede. Ne? Ihr merkt, ich habe jetzt wochenlang nicht aufnehmen können und lebe das gerade in voller Fülle aus. Nebenbei, ich bin müde und wenn ich müde bin, prabbel ich. Aber ihr seht, ich habe auch eine Menge mitzuteilen. Könnte das ein weiteres alter Jäger-Klamotte-Ding sein? Okay. Das war gerade schnell genug. Ich hab's nur angetippt. Warte, was? Nein. Mach das doch nicht. Ich könnte da hinten durchrennen. Wusste ich doch. Ich dachte, ich hätte mir das eingebildet, aber nein, hier ist tatsächlich noch ein Weg dorthin hoch, wo wir waren. Genau, hier kamen wir her. Können wir Items mitnehmen, die wir sonst verpasst haben? Die sind alle verbrannt. Was interessant ist, weil sie ja Janam abgefackelt haben und den Kathedralbezirk. Wobei, vielleicht teils, teils. Ja, wenn ich das. Hey! Der hat eine andere Waffe. Die haben ja hier vielleicht nur einfach ein paar Viecher abgefackelt und nicht gleich den ganzen Distrikt wie in Altjanam. Okay, mehr Reichweite als ich dachte. Verdammt. Und das ist das Kontern mit dem Auge von Idritas. So, es mal gezeigt zu haben. Klappt nicht unbedingt in den meisten der Fällen. Ist mir so ein Trial-and-Error-Ding. Verbraucht eine Quecksilberkugel, was ihn ebenfalls sehr gut macht. Ha. Warte, bevor wir weitergehen. Das schreit nach Abkürzung. Im normalen Fall, wenn das der normale Kathedralbezirk wäre, könnte ich jetzt dort hoch. Da wäre übrigens eine Leiter gegenüber und ein Aufzug bei diesem Türmchen, der jetzt zu ist, also anders ist. Wir werden sehen. Oh, warte. Alte Jägerhose. Okay, gleich. Erstmal die ganzen Rehen zerstückeln und das hier öffnen. Existierte so auch im normalen. Wir auf der anderen Seite. Hier hatten wir damals unseren Schild gefunden im originalen Kathedralbezirk. Ansonsten hier jetzt unseren ersten Jäger und die Mütze, die ich trage. Dann gucken wir mal auf die Hose. Ich gehe das Ganze ein bisschen langsam an, weil dieses DLC wird sowieso wahrscheinlich das letzte sein, das wir hier sehen. Je nachdem, ob ich die Chalice Dungeons irgendwann mache. Aber selbst wenn, wird das eine Weile dauern, weil das braucht ein bisschen Überwindung. Alte Jägerhose, früheren Zeitalter, unzählige Jäger vor den Bestien geschützt hat. Ja, ich weiß, ich habe ein Wort überlesen. Macht nichts. Ein weit verbreiteter Glaube dieser Zeit besagte, dass Bestienblut das rechte Bein hochkriegt. Warte mal, das ist ja doch was anderes. So entstand der doppelt umwickelte Gürtel, den wir da sehen. Aha. Bestienblut, warum das rechte? Wegen dem Herzen vielleicht? Aber Herz ist mehr links.
Ja, also hier, ne? Ihr seht diesen Bogen da, wo jetzt mein Hut endet. Das war eigentlich begehbar damals mit einem Item und einem Aufzug. Da kamen wir dann, wir sind bei der alten Werkstatt hoch, bei diesem Turm hoch, sind dann da runtergefallen, sind dann da unten in einem Stadtteil lang gegangen, dann wieder hoch und sind dann hier rausgekommen. Im Normalen. Jetzt allerdings... Ja, also es geht tatsächlich noch so hoch, wie ich es normalerweise hatte. Das war doch mein Weg, wie ich zu Amelia immer gerannt bin. Oh, ich habe Amelia in diesem Playthrough so zerstört. Ich habe Epitas zerstört. Logarius. Oh, die Amygdala hat es am schlimmsten getroffen. Oh, scheiße, habe ich die alle zerstört. Das liegt aber wirklich bloß an dieser Attacke, die ich hier jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Die ist so über. Hier müsste doch der der Schütze sein. Dennoch, ich nutze meine Mittel. Ich werde die Attacke einsetzen. Ich werde es vielleicht bei Bossen ein bisschen lassen. Je nachdem, wie sehr sie mich, ne? Fordern. Wir werden sehen. Also diese Waffe ist der Easy Mode. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ha, da wäre ich also hingekommen, wenn ich weitergegangen wäre. Irgendwelche Items nicht. Weiter? Oh, ich hoffe, mein Grabber macht das alles mit. Was war das für eine Designentscheidung? Das könnte man ja vielleicht doch ein wenig als lazy bezeichnen. Denn, ich schätze mal, hier war... Ja, hier wir sehen das Geländer. Und das Geländer ragt hier einfach durch. Sie haben ja lediglich die Textur drauf. Okay, auch diese Gebäudespitze. Oder es kommt immer drauf an, ob das faul ist oder beabsichtigt. Man weiß es nicht, ne? Letztendlich ist diese Gegend vom Albtraumgestein verschluckt. Oh. Der hat nebenbei einen weit extremeren Hut. Guckt euch an, wie hoch der ist. Das ist ja eine Mischung aus meinem Hut und einem Zylinder. Der Mann wäre stolz auf mich. Wow, der powert durch meine Attacke. Wobei nicht immer. Interessante Waffe nebenbei. So ein bisschen wie eine Strength Tonitris. In dass man sie, wie ihr seht, da hinten, der hat es gerade gemacht, aufpowern muss. Okay. Ich denke mal, es sollte nichts hinter mir sein. Okay. Au! Das Ding explodiert außerdem. Ich hoffe nicht auf den Regain. Interessanter Feuereffekt nebenbei auch. Das wird eine härtere Nuss. Als ich ihr erst zugestehen wollte. Du solltest tot sein. Meine Meinung. Diese Jäger werden nicht sonderlich leicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt gehe ich mit 3 Blutfiolen weniger voran, aber in dem Moment hat er 3 gedroppt. Hm, vielleicht denken sie sich, das ist so ein Gegner, bei dem Gegner, also Jägerspieler, genau 3 Blutfiolen verbrauchen würden. Okay, das ist genau der Drop, den er haben sollte. Er hat mich hier runtergejagt. Da wäre normalerweise eine Leiter gewesen. Und hier? Hm, nichts wirklich. Nicht mehr Gegner. Okay. Bestienschlitzer. Unsere erste neue Waffe. Ludwig, du musst weichen. Da ist es doch. Gucken wir uns erstmal an. Eine Trickwaffe, die von den alten Jägern getragen wurde. Dieses dicke eiserne Hackball durchtrennt auch die zähesten Bestienhäute. Bei der Transformation wird die Klinge aufgespalten und kann wie eine schwere Peitsche benutzt werden. Das haben wir gesehen, also ist es die. Ja, wir sehen auch die ganzen Rillen in der Waffe, so à la Ivy of Soul Calibur. Diese grobe Waffe setzt auf rohe Gewalt und ist bedauerlich unelegant, was nahelegt, dass die Jagden der früheren Jäger grauenhafte Angelegenheiten volle dunkelroten Blut waren. Ich schätze mal, das ist akkurat. Schwünge oder Stampfer? Gewürm? Wartet. Consumable? Vielleicht? Ja. Wurzel der Unreinheit der... Unreinheit der Menschen windet sich im Dreck. Das kam von dem Jäger gerade, glaube ich. Eine tausendfüßlerartige Kreatur, die auf erfolgreichen Jagden von Ligajägern entdeckt wurde. Gewürm, das im Dreck versteckt gefunden wurde und nur von Liga-Eidgenossen gesehen werden kann. Ich bin keiner Liga beigetreten. Sorry, auch keiner Bundesliga oder so. Die Liga hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles Gewürm aufzuspüren und zu vernichten.
Vielleicht verbirgt sich etwas Gnade in dem Wahnsinn. Diejenigen, die Gewürm sehen wollen, können dies. Also, will ich 1000 Füßler sehen? Ich weiß ja nicht. Wenn sie sich dazu entscheiden, werden sie mit unendlicher Zielstrebigkeit versehen. Ich werde es erstmal nicht konsumieren. Also, es sind Schwünger. Und so eine Art Stampfer, wenn ich es so bezeichnen würde. Wobei, nicht aufgeladen sind es nicht Stampfer. Er macht daraus eine Einhändige. Okay, das war ein Kombo-Angriff, um sie wieder reinzutrinken. Schwung, Schwung, ausfahren lassen. Interessant. Also der gewundene Gehstock auf Steroide, wenn man so will. Die Waffe zu rocken bringt jetzt nebenbei überhaupt nichts, weil sie ist plus 0. Ich arbeite hier mit plus 9 und plus 10. Und wie diese Jäger eben was ausgehalten haben, ist das vielleicht nicht unbedingt die falsche Wahl gewesen. Zur Information, dieses DLC schaltet sich frei, nachdem er Vikarin Amelia besiegt hat. Danach kann man hier rein, um die Waffen wahrscheinlich einfach mit dem Spiel aufzuleveln und zu kriegen und sie nicht nur auf Nügeln Plus zu legen. Hey, das flambiert doch gleich und sie hat mir ja! Ältester Trick hatten wir sogar in diesem Spiel schon mal. Ansonsten in so ziemlich jedem FromSoft-Spiel vertreten. Wobei in Dark Souls 2 glaube ich nicht. Aber Dark Souls 1 und Demon's Souls hatten das. Oh, Demon's Souls. So oft eigentlich. In Dark Souls nur einmal. In der Burg der Toten. Wo war ich mit meinen Gedanken? Ich bin hier überall. Vikarin Amelia DLC, damit man Waffen aufleveln kann. Genau. Unser Level sagt allerdings, hey, Endgame ist DLC-Level, wie es scheint. Oh. Und du hast keine Angst vor mir. Wegen Tageslicht. Okay. Oh, okay. Das war auch interessant. Schon wieder diese Statuen. Die fallen dann nicht so auf, wenn man nicht direkt über sie drüber geht. Okay, jetzt haben wir das komplette Gewand, also das komplette Set. Da gehen wir es. Ich würde meinen Hut nebenbei gleich ablegen und gegen den anderen tauschen. Rittergewand, wo sehe ich es denn? Nein, versenkte. Altes Jägergewand. Eines Tages verschwanden die Jäger und die Janamiten begannen, über die Sünden der Jäger zu tuscheln. Trunken von Blut und auf der Jagd nach Bestien sind sie alle dem Albtraum verfallen, in dem wir sind. Ist das Germans? Nein, mir fehlt dieser Vampirkragen. Aber es ist fast Germans Boss-Outfit. Er hat hier zwei Outfits. Ich will auf diesen Hut. Das wäre doch ein Outfit, was wir erstmal rocken könnten. Rock me, Amadeus. Weitere grauenhafte Referenzen später. Die rennen weg. Warum rennen die weg? Also, Hemweg Knochenstraße oder auf nachher Hargul. Ey, Cthulhu auf Steroiden. Anabolika Matsch. Au. Cthulhu auf Steroiden. Nicht unbedingt, was ich bekämpfen will. Komm, ich kann ein bisschen durchpowern. Hey, meine Axt ist stärker. Ich durchbreche seine Verteidigung. Seine Standhaftigkeit. Aber nur mit dem Drehen. Dann. Happy Spinning Day. Da, Frick! Man sollte das von Cthulhu erwarten, aber Gott bin ich froh, dass ich gerade weit weg war. Oh, nebenbei. Blutfiolen. Oh, Blutfion. Ich denke mal, sie wollten, dass ich hier sterbe. Okay, hierin war Vikarin Amelia. Oder wenn man auf der oberen Etage war, direkt über uns, genau hier rüber, ist der Lichtblumengarten mit Celestial Emissary. Oder wenn man noch ein bisschen weiter reingeht, dann eigentlich direkt hier rüber. Wenn man noch ein bisschen weiter reingeht und hinter den Altar, kommt man zu Ebritas, der Tochter des Kosmos. Als kleine Trivia nur für jemanden, der nicht zugeschalten hat bei einem Let's Play oder überhaupt dieses Spiel nicht kennt. Ich spoiler dir die Hucke voll eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Dann wiederum, das hier ist Part 63.
auch wenn es der DLC Part 1 ist. Also, was könnte uns erwarten? Ich habe diese Lücke da bemerkt. Gucken wir uns noch den Weg zur Hemwig-Knochenstraße an. So, sehen wir ein Item. Ja, Controller steuert dagegen Molotow-Cocktails. Vielleicht nützlich. Okay, Hemwig-Knochenstraße ist zugewuchert mit Albtraumgestein. Wenn ich diesen Part abrunden wollen würde, ich gucke nur noch gerade, ob dieser Part überhaupt Aufnahmefehler aufweist. Also, nein, alles super. Oh, die Zeit, fast 40 Minuten. Da habt ihr aber einen schönen ersten Part. Wobei, das ist Bloodborne Standard. Also, wenn, dann sollte ich ihn bei einem Tod abrunden. Oh Gott, dieses... Ich sollte gleich vielleicht doch lieber den nicht aufladbaren Controller wechseln. Weil manchmal lässt er sich aufladen und das steuert mir nicht so entgegen. Guckt euch das an. Wir suckeln das. Klerikerbestie. Die Karin Amelia hatte den Soundtrack der Klerikerbestie. Ich habe sie im Trailer gesehen. Sie brennt ein bisschen. Sie wird noch mehr brennen. Okay, also ich laufe auf sie zu und sie erwacht. Ich nehme das Item in ihrer Hand und sie erwacht. Oder ich gehe weg und sie erwacht. Drei Möglichkeiten, wir werden sehen. Ich versuche zu laufen. Rennen kann mein Controller zum Glück nicht verneinen, weswegen ich das ganze Spiel über durchgesportet bin. Also, noch nichts. Noch nichts. Hier war Lawrences Schädel. Soll das heißen, dass das Lawrence, weil er hatte ja sich in eine Bestie verwandelt und hatte deswegen keinen menschlichen Schädel. Augenanhänger, nichts passiert. Okay. Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich ein Schlüssel-Item. Augenanhänger, der den OP-Altar freischaltet. Was? Es gibt zwei Kathedralen im Traum des Jägers. Nein. Nein, es gibt definitiv nur eine. Hä? Oder meinen Sie den Albtraum des Jägers, wo ich hier bin? Eine liegt jenseits des Blutflusses. Blah. In der anderen befindet sich die private Forschungshalle der Heilenden Kirche. Nur ausgewählte Mitglieder der Heilenden Kirche oder ihre bedauernswerten Patienten können mithilfe dieses Auges die Forschungshalle betreten. Gib dem OP-Altar Schädelaugen. Quite literally, was? Okay. Sieht so aus, als könnte man da was reinlegen, fast schon. Irgendwie ein Schädel oder so. Vielleicht Lawrences Schädel. Lawrence hat ja die Heilende Kirche gegründet und... Es könnte aber auch Lawrence sein. Ich weiß es nicht. Wieso erwacht er nicht? Das beunruhigt mich ja noch fast mehr, als wenn ich jetzt gegen ihn kämpfen müsste. Der Bosskampf von Amelia hat bei diesen Flächen hier, ne? Hier, das war die Linie, wo der Bosskampf startete. Ich hätte gedacht, dass bei genau dieser Linie der Bosskampf hier startet und sie irgendwie erwacht oder so. Vielleicht muss ich hier wirklich etwas in die Faust legen. Ach, ich weiß es nicht. Der OP-Alter-Schädel, Lawrences Schädel? Nun, wenn hier nichts weiter kommt, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Mit, also bis jetzt meine Erwartungen nicht unterboten, weil unerwartet kommt am besten, finde ich. Wenn ich alles voraussagen kann, bin ich schon fast enttäuscht. Also, dass hier jetzt kein Bosskampf startete... Und ich den Bosskampf nicht schlagen konnte und damit einen auslösen konnte. Weil ich weiß, er ist ein Boss. Ich habe ihn im Trailer gesehen. Überraschend, aber abwechslungsreich. Also, positive erste Eindrücke. Vielleicht. Denn, wie gesagt, wir haben hier viel gerehashtes bis jetzt von dem normalen Kathedralbezirk. Wir werden sehen. Ist die Vergangenheit. Also, könnte sehr wohl Absicht sein. Ach, einen weiteren. Danke fürs Zusehen. Kommt ihr nicht vergessen. Dragline ist over and out. Bis zum nächsten Part. Ich habe hier keine Winken-Animation. Oder? Doch. Tschüss. Wobei, making contact like a pro.